möchtest deinen ersten eigenen Blog starten, hast aber null Ahnung von der Technik und auch gar keine Lust, dich damit zu beschäftigen. Dann ist diese Serie genau das Richtige für dich. In 10 einfachen Schritten zeige ich dir, wie du zu deinem ersten eigenen Blog kommst. Hi, ich bin Udo und du schaust So geht Bloggen. In dieser Serie zeige ich dir Schritt für Schritt, wie ich die Webseite zu diesem YouTube-Channel baue. Du kannst die Schritte 1:1 für deinen Blog übertragen. In diesem ersten Video kümmern wir uns um die Grundlagen, Hosting und Installation von WordPress. Und dazu gehen wir mal rüber an den Rechner. Ich habe mich für Raidboxes als Hoster entschieden. Die Gründe dafür werde ich dir im Anschluss an dieses Video noch etwas ausführlicher erklären. Den Link zu der Anmeldung findest du unter dem Video in der Beschreibung. Wir starten jetzt erstmal und geben hier ein Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ein Passwort und klicken auf Jetzt kostenlos starten. So, wir bekommen eine relativ formlose E-Mail und sind auch direkt im Backend angemeldet von Raidboxes. Und hier gibt es jetzt 2 Optionen. Webseite umziehen und neue Box erstellen. Webseite umziehen habe ich selbst noch gar nicht ausprobiert und kann ich dir jetzt leider auch gar nicht viel zu sagen. Wenn das für dich interessant ist, schreib doch mal einen Kommentar unten unter das Video. Dann werde ich das eventuell mal in einem der kommenden Videos für dich ausprobieren. Wir erstellen jetzt eine neue Box und geben ein den Titel der Webseite. So geht Bloggen. Dann vergeben wir einen Admin-Benutzername und wir brauchen ein Passwort. So, Box erstellen. Und ein paar Sekunden später haben wir eine fertige WordPress-Installation. Diese können wir über eine temporäre URL, die uns Raidbox zur Verfügung stellt, auch direkt aufrufen. Und unsere WordPress-Installation ist online und verfügbar. Damit nicht jeder darauf zugreifen kann, insbesondere zum Beispiel der Googlebot, solange wie die Seite nicht fertig ist, machen wir den Passwortschutz hier an. Das bedeutet, man kommt auf die Seite nur, wenn man den Benutzer und dieses Passwort eingibt. Wenn ich jetzt hier refreshe, dann fragt er einmal die Zugangsdaten ab. Und man kommt halt nur auf die Seite, wenn man die kennt. Wir haben hier den SFTP-Zugang. Den brauchen wir eventuell später noch für die eine oder andere Änderung an unserem Theme, an unserer Installation. Erstmal können wir die außer Acht lassen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Cache zu leeren. Raidboxes stellt einen serverseitigen Cache zur Verfügung, damit die Seiten schneller geladen werden. Im Zweifel, wenn Änderungen nicht sichtbar werden, kann man hier den Cache leeren. Und zu den Domains kommen wir gleich. Erst gehen wir noch mal kurz hier in die Einstellung. Und hier gibt es noch eine Funktion, SSL machen wir auf jeden Fall an, weil SSL ist nicht einfach nur ein Sicherheitsfeature, sondern inzwischen auch ein Ranking-Faktor von Google. Und deswegen werden wir auf jeden Fall mit SSL, also unter HTTPS, ja, so wie es hier ist, unsere Seite einrichten. Diese beiden hier, WP Debug, also WordPress Debug, lassen wir erstmal aus. Den kann man anschalten, wenn es irgendwie zu Problemen kommt. Dann bekommt man zusätzliche Informationen, um den Fehler zu finden. Und Single Sign-On ist für mich jetzt auch keine sinnvolle Option. Wenn ich den anmache, dann kann ich hier über diesen Klick mich direkt ins Backend vom WordPress anmelden als Administrator, ohne dass ich die Zugangsdaten eingeben muss. Dafür muss ich aber dann jedes Mal erst in dieses Raidbox Dashboard, um dann hier auf den Link zu klicken, und da sehe ich jetzt nicht so den Vorteil drin. Kommen wir zurück zu den Domains. Wir wollen unsere Seite natürlich nicht nur unter dieser temporären Raidbox URL verfügbar machen, sondern auch unter unserer richtigen URL. Und wir haben hier die Möglichkeit, 14 Tage zu testen, und solange steht uns auch diese
temporäre URL zur Verfügung. Aber wenn du schon weißt, wie dein Blog später heißen soll, deine Domain dir da entsprechende Gedanken zu gemacht hast, kannst du die natürlich auch schon bestellen und der Box zuordnen. Und wie das geht, das machen wir jetzt mal eben kurz zusammen. So, hier also die Domain eingeben mit der jeweiligen Endung. Was es hier bei der Domain zu beachten gibt und auch bei eurem Blognamen, darüber mache ich mal ein eigenes Video. Das findet ihr dann hier oben über die Info-Taste. So, wir haben hier 12 Euro pro Jahr, ist ein Standardwert für eine Domain. Die Daten gebe ich gleich mal ein, ohne dass ihr zuschaut. Wenn alle Daten ausgefüllt sind, einfach auf kostenpflichtig bestellen, klicken. So, und schon ist eure Domain in Auftrag gegeben. Nach kurzer Zeit bekommt ihr die Bestätigung, dass eure Domain erfolgreich registriert und eingerichtet wurde. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der so ein bisschen technisch ist. Und zwar müssen wir jetzt die Domain der Box zuordnen. Und die Box liegt auf einer IP, die ist hier angegeben. Die kopieren wir uns raus. Und dann gehen wir hier in die Einstellung von den Domains. Hier sehen wir jetzt, dass die Domain aktiv ist. Und wir gehen in die DNS-Verwaltung. Und hier müssen wir jetzt einen Eintrag hinzufügen. Und zwar für die Subdomain sogehtbloggen.de. Die TTL wird automatisch gesetzt. Und das Ziel ist diese IP, die wir gerade kopiert haben, für den A-Record. So, die legen wir an. Jetzt ist sie verfügbar. Und wenn wir jetzt oben in die URL eingeben, sogehtbloggen.de, dann landen wir auf unserer Seite. Allerdings werden wir noch umgeleitet auf die temporäre Domain. Ändern wir aber gleich. Damit wir hier die gerade erworbene Domain nutzen können, müssen wir erstmal die temporäre Domain hier loswerden. Dafür ist aber notwendig, dass wir den Testmodus hier verlassen und zu der kostenpflichtigen Variante wechseln. Und dafür klicken wir hier auf Jetzt aktivieren, wählen ein Paket aus. Ich würde auf jeden Fall zum Starter raten. Da habt ihr 5 statt 2 GB Webspace und ihr habt vor allen Dingen eine eigene virtuelle CPU, also eine eigene Rechenleistung sozusagen. Und hier habt ihr eine, die ihr euch mit anderen Usern teilen müsst. Von daher würde ich auf jeden Fall zum Starter raten. Bankdaten hatten wir schon eingegeben bei der Bestellung der Domain. Und dann die AGBs akzeptieren und kostenpflichtig bestellen. So, jetzt ist die Box erfolgreich aktiviert und jetzt können wir hier die Domain einmal ändern. Und zwar wollen wir hier jetzt sogehtbloggen.de haben. Genau. Und wir haben eine Weiterleitung. Ah, jetzt ist genau falsch rum. Ändern wir nochmal eben. Wir wollen das als eigentliche Domain haben. Genau, und dies als Weiterleitung. So ist korrekt. Das bedeutet, wenn ich jetzt in den Browser sogehtbloggen.de eingebe, ohne www, werde ich umgeleitet auf www.sogehtbloggen.de und in beiden Fällen lande ich also auf unserer fertigen Standard-WordPress-Installation. Das war's auch schon. Wir haben jetzt ein komplett eingerichtetes Hosting inklusive Domain. Du siehst, alles kein Hexenwerk und wie angekündigt will ich aber noch mal kurz darauf eingehen, warum ich Rateboxes als Hoster gewählt habe. Der erste Punkt ist, Rateboxes ist wirklich einfach. Du hast es gerade gesehen, wir haben innerhalb von 8 bis 10 Minuten einen kompletten Server aufgesetzt mit
mit WordPress-Installation, mit SSL, mit Domain, mit HTAccess vorgeschaltet, also hier diese Passwortabfrage. Und alles unter 10 Minuten, ja, also mega einfach, einfacher, also ich kenne keinen Hoster, wo das irgendwie einfacher funktioniert. Normalerweise muss man die Dateien halt selbst hochladen und dann noch Konfigurationen anlegen, Datenbanken anlegen und so weiter und so weiter. Also da ist man schon mindestens im Stundenbereich und in 10 Minuten einfach per Klick solche Sachen zu installieren, ist schon weit vorne. Der nächste Punkt ist Deutsch, also wir haben eine deutsche Firma mit einem deutschen Serverstandort auch. Die Leute von Raidboxes sitzen in Münster. Ich komme hier auch aus dem Münsterland, also ein bisschen Lokalpatriotismus an dieser Stelle sei erlaubt. Aber wie gesagt, wir haben einen deutschen Serverstandort, also datenschutzrechtlich auch immer nicht verkehrt. Und einen deutschen Support per Chat und Telefon, den man auch gut erreichen kann. Dritter Punkt ist, Raidboxes ist spezialisiert auf WordPress-Hosting. Das heißt, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als für die Sicherheit und die Geschwindigkeit von WordPress-Instanzen zu sorgen. Sich da weiterzuentwickeln, neue Sachen auszuprobieren, Konfigurationen zu optimieren und so weiter. Und man braucht zum Beispiel nicht mal mehr ein eigenes Caching-Plugin, weil serverseitig von Raidboxes gecached wird. Sicherheitsfeatures gibt es halt auch. Man kann die Core-Dateien zum Beispiel nicht von extern überschreiben und solche Dinge. Also wenn man WordPress hostet, dann ist man bei Raidboxes auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und der letzte Punkt, günstig. Also ich finde 15 Euro ist ein fairer Preis für ein spezialisiertes Hosting in dieser Spitzenklasse. Da kriegt ihr bei anderen Hostern für gleiches Geld also durchaus weniger Leistung. Und ein Kollege von mir sagt immer, du kriegst, was du bezahlst. Und da hat er auch beim Hosting theoretisch recht, weil die wollen halt alle ihr Geld verdienen. Und wenn ich halt nur 5 Euro vielleicht bezahle, dann werden halt entsprechend mehr Leute auf die Instanzen gelegt. Und meine Instanz oder meine Installation wird halt dadurch mit verlangsamt. Und ich kann euch da nur empfehlen, tut euch das nicht an. Ja? Installiert direkt, investiert direkt in gutes Hosting. Ihr habt hier eine monatliche ein monatliches Kündigungsrecht. Und falls ihr euch mal irgendwann entscheiden solltet, okay, Bloggen ist jetzt doch nichts für mich oder ich habe keine Zeit dafür oder wie auch immer, dann seid ihr den Vertrag auch innerhalb von einem Monat wieder los. Also ihr bindet euch dann nicht irgendwie jahrelang irgendwelche Verträge ans Bein und da tut euch den Gefallen, investiert von Anfang an in ein vernünftiges Hosting. Ihr seid nachher sonst nur am Umziehen und unzufrieden einfach mit eurem Billig-Hosting. Und da kann ich euch echt nur empfehlen, investiert die paar Euro in gutes Hosting. In diesem Channel hier wollen wir ja auch darauf hinarbeiten, dass ihr hinterher Kooperationen im Bereich von mehreren hundert Euro verdient. Und da sollte man wirklich nicht an 15 Euro fürs Hosting sparen. Gut, das soweit zu den Vorteilen von Raidboxes. Im nächsten Video installieren wir dann das Theme, um unserer Webseite, unserem Blog einen etwas moderneren Look zu verpassen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniere den Channel, um mehr zu erfahren, wie du einen erfolgreichen und professionellen Blog aufbaust. Bis zum nächsten Video, tschüss und ciao, ciao.